Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchenmethode mit dem Agena Trader. Und auch hier starten wir wieder mit der Webinarreihe mit Carsten Berger, wieder aus dem Sommer oder nach dem Sommerurlaub oder nach der Sommerpause. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder live dabei sind und natürlich, dass Carsten für uns die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn auch nach der Pause ist es wichtig, dass Sie hier den Risikohinweis kennen und wissen, dass dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken dient. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Heute insbesondere ganz wichtig. Okay, dann lieber Carsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die tolle Ankündigung. So, dann den Bildschirm umstellen. Der muss immer geswitcht werden. Ich hoffe, ich bin jetzt auf dem linken. Jawohl. Okay, dann fangen wir mal an. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Begrüße alle, die ja schon wirklich regelmäßig hier dabei sind. Ich sehe auch ein paar Leute, die ich sehr gut kenne. Wunderbar. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Auch dieses Webinar lebt genauso wie das Webinar, wo wir den Agena Trader Helpdesk machen, gerne von eurer Mitarbeit. Also wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben unter Fragen. Ich habe mir dieses Feld hier aufgerufen. Ich kann das also live sehen und werde dann, wenn es dort reinpasst, natürlich auf eure Fragen eingehen. Ja, also einfach mitmachen. So, dann den Risikohinweis hat der Nelson schon gemacht. Von daher kann sich den natürlich jeder auch nochmal genau durchlesen, wenn er das Video, was natürlich auch als Aufzeichnung hier letztendlich abgelegt wird, sich nochmal anschaut. Die meisten kennen mich, deswegen werde ich da auch gar nicht so groß drauf eingehen. Man kann meinen Werdegang hier lesen. Ich bin immer noch 53, werde wohl im Dezember 54 werden. Davon gehe ich mal aus. Und vom Beruf bin ich Diplom-Verwaltungswirt. Wer es genau wissen will, ich bin Polizist und habe dort eine Sondereinheit geleitet über mehrere Jahre. Okay, dann, was erwartet euch hier? Natürlich die Idee der Perlentaucherstrategie immer ganz, ganz kurz erklärt. Es gibt ja immer neue Leute, die mit einsteigen und sich vielleicht da noch nicht so auskennen. Deswegen gibt es dann nur einen ganz kurzen Abriss. Ich glaube, der dauert so 3, 4 Minuten. Die anderen können sich ja noch einen Tee holen oder ein anderes Getränk. Und wer das dann genauer wissen will, was in dieser Strategie letztendlich etwas tiefer hineinblicken will, dem kann ich ganz kurz zeigen, wo ihr das entsprechende Video dazu findet, und zwar auf meiner Homepage. Dann einfach auf Leistungen gehen, Webinare und Videos. Und dann findet ihr hier unter Perlentaucherstrategie einfach mal draufklicken, die entsprechenden Termine. Man kann sich hier natürlich auch anmelden beim FX Flat. Und weiter unten, wenn ihr runterscrollt, dann findet ihr das erste Video. Und zwar hier. Und dort ist es ein bisschen intensiver erklärt, was sich so hinter meiner Strategie verbirgt. Okay? Also für alle, die das nachholen wollen, empfehle ich mal dieses Video. So, schieben wir es wieder rüber. Na klar, gucken wir auf die Märkte. Das sind grundsätzlich die Indizes, die ich mir anschaue. Das gehört einfach dazu. Das ist quasi meine Vorbereitung, mein tägliches Brot. Und natürlich könnt ihr euch natürlich Gedanken darüber machen, welche Aktien ihr mir jetzt hier zum Beispiel auch bei den Fragen reinschreibt, die ihr nach Perlentauchermethode letztendlich analysiert haben wollt. Es gibt ja gewisse Kriterien, die ich in den Charts befolge, und dann gibt es kumulative Punkte. Und wenn die bei euren Aktien, die ihr im Blick habt, nachher am Ende, dann schaue ich mir das gerne an. Wie geht das vor sich, das Screening, die Suche nach dem Perle? Index ist das allererste, was ich mir dazu immer anschaue, logischerweise. Ich muss wissen, sind die Märkte generell in einem Aufwärtstrend oder sind die in einem Abwärtstrend oder geht es auf oder runter in einer Seitwärtsbewegung? Man kriegt einfach das Gefühl dafür, auf welche Seite man sich mehr positionieren sollte.
Dann ist das nächste Kriterium natürlich die Auswahl. Ich möchte wissen, soll ich eher in Amerika oder in Deutschland in Aktien oder mir dort die entsprechenden Unternehmen raussuchen, die für gewisse Trades dann einfach besser laufen, weil der Index zum Beispiel ganz weit vorne ist. Das werdet ihr nachher sehen in der Software. Das Timing ist auch ganz entscheidend. Ich kann natürlich sagen, oh, ich will den deutschen Markt handeln, zum Beispiel in TecDAX und daraus die entsprechenden Aktien. Da muss ich mich aber fragen, wie ist denn der TecDAX gerade? Zieht er nach oben durch? Wie viele Tage hat er denn schon performt? Das sind alles Fragen, die muss ich mich stellen. Und wie hoch ist mein Risiko, wenn ich jetzt heute in diesen Markt zum Beispiel einsteigen wollte? Oder muss ich vielleicht ein bisschen warten? Das ist das Thema Timing. Und natürlich mein Depotrisiko. Ich muss wissen, wie viel Geld stecke ich in eine einzelne Position. Ja, und wie viel zum Beispiel Positionen sind zum Beispiel aus dem Risiko, und so weiter und so fort. Das kann ich den Indizes entnehmen und dort im Endeffekt mein Risiko steuern. In der zweiten Phase schaue ich mir auch immer die Branchen an. Dazu gehören auch Trends, ja, die jetzt einmal neuer Dings gibt es ja immer wieder neue sich etablierende Branchen, die relativ jung noch sind, aber die alten herkömmlichen Branchen, sage ich mal, outperformen. Und da ist es immer sehr spannend, auch die mit hineinzunehmen und mit den alten Branchen zu vergleichen, also Trends gegen Branchen oder mit Branchen zu betrachten. Auch hier zählt die Auswahl natürlich ganz weit vorne mit, denn ich muss wissen, ja, gehe ich halt, sage ich mal, in Batterieaktien zum Beispiel oder gehe ich doch lieber eher auf Utilities. Ja? Das muss man halt wissen. Und auch hier das Timing ist das gleiche wie beim Index. Wenn die Branche stark performt, dann muss ich wissen, ob ich jetzt aufsteige, nachdem sie schon 10 Tage gestiegen ist, ohne zu korrigieren, oder warte ich jetzt lieber auf eine Korrektur und suche mir dann die passende Aktie dazu. Ja? Und auch dann gibt es natürlich viele Aktien, die mit Batterie, sage ich mal, Industrie zu tun haben. Und dann muss ich auch dort wissen, ja, welche Aktie lohnt sich denn? Wo ist denn meine Chance relativ gut, dort die richtige Auswahl zu treffen? Ja. Denn es gibt auch bei stark performenden Branchen oder Trends Unternehmen, die nicht so gut, sage ich mal, performen. Und da kann man auch Fehler machen. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch diesen Bereich zu beleuchten. Wenn ich aber Aktien gefunden habe, und die sind noch nicht reif, weil sie noch keine Korrektur vollzogen haben, dann wandern die natürlich in die Watchlist. Es gibt natürlich auch Signale, die sofort ad hoc vorliegen, aber wenn ich gute Unternehmen im Blick habe, dann ist die Watchlist das Mittel der Wahl. Dann habe ich noch eine kleine Info, und zwar nehme ich mal wieder an einem Seminar teil. Ich bin Gastreferent bei einem guten Freund von mir, dem Nils Gajowi. Und ich habe ein Angebot, natürlich, das werden die meisten schon kennen. Ich blende das mal kurz ein. Das eine ist das Seminar. Und zwar, Nils Gajowi hat eine eigene Seite. Ihr seht hier gajowi.com. Ich bin bei der Masterclass 2021 dabei, und zwar im Dezember, vom 5. Dezember bis zum 11. Dezember auf Gran Canaria. Und ich werde dort die entsprechenden Themen, mir ist ein bisschen eingeblendet, es geht da überwiegend um Future-Handel, und meine Sache wird wahrscheinlich immer interessanter für viele, denn ihr kennt ja die Steuergesetze und ihr wisst, dass 20.000 Euro nur abgeschrieben werden können, wer Futures letztendlich oder Derivate benutzt. Das darüber hinaus letztendlich sind dann halt Verluste, die nicht gegengerechnet werden können. Deshalb wird der Aktienhandel immer interessanter, und die Swing-Trading-Methode, auch der Perlentor-Methode, werde ich dann darstellen. Also wer sich informieren möchte, kann dort gerne mal raufschauen. Dann gibt es natürlich auch bei mir die gewöhnlichen Angebote. Wer bei FX Flat zum Beispiel ein Konto eröffnet, der kann von mir eine Gratisstunde erhalten, und zwar 1:1 via Zoom. Da kann ich entweder was zur Perlentaucher-Methode mit ihm machen oder halt die Software Arjuna Trader installieren, mit dem FX Flat Konto zum Beispiel anbinden. Wo findet ihr das? Klar, unter Leistungen, Services. Da steht doch alles drin. Und dann klickt ihr einfach auf bei FX Flat auf die entsprechenden Button und werdet dann weitergeleitet. Ich bekomme dann ein Affiliate dafür und ihr bekommt eure Gratisstunde. Jeweils eine,
natürlich auch für die Agena-Trader. Wenn ihr die Agena-Trader-Software kauft oder mietet, ja, schreibt mir auf jeden Fall eine E-Mail. Das war jetzt eigentlich nicht vorgesehen, dass das jetzt nochmal kommt. Aber gut, so, schreibt mir auf jeden Fall eine E-Mail, damit ich weiß, dass ihr das vorhabt, damit wir uns auch eventuell vorher schon zu einem Termin verabreden können, wo wir via Zoom die Sache einfach besprechen und ich euch schon mal kennenlernen kann. Okay, dann fangen wir jetzt im Endeffekt an und zwar mit der Indexanalyse im Chart. So. Agena Trader. Wie eben schon erwähnt, TecDAX, ja, deutscher Markt. Ich glaube, der Stand steht schon seit geraumer Zeit relativ weit oben in meiner Liste, denn auf Platz 1 steht der TecDAX vor der Nasdaq. Und das, was ich hier sehe im Tagesschart, zeigt mir persönlich und vielleicht euch auch, dass der Markt relativ stark performt. Und ich muss jetzt überlegen, wenn der Markt oben steht, ob ich jetzt heute, das ist ja mal so, das Seminar ist ja mal einen bestimmten, oder das Webinar ist ja immer einmal im Monat. Und die Zonen, die halt dann interessant sind zum Einsteigen, die ergeben sich halt nicht immer dann, wenn das Webinar ist, logischerweise. Das heißt, ich bin nicht auch immer an den Märkten aktiv, sondern nur zu bestimmten Zeiten. So. Michael Vogt, den werden ja auch viele kennen, der hat, sagen wir mal, auch in seinem Buch geschrieben, beim Trading ist es so, wenn der Markt ruft und wenn es reif ist zu handeln, dann muss der Trader auch am Tisch sitzen. Und ich sitze halt dann immer am Tisch, wenn es wirklich spannend wird. Und wenn es im Moment nicht so spannend ist, dann muss ich auch nicht am Tisch sitzen. Ihr könntet euch wahrscheinlich vorstellen, wo hier ungefähr die spannenden Bereiche im TecDAX liegen. Das kann man relativ gut sehen. Man sieht ja, dass der relativ straight wieder nach oben gegangen ist. Und gerade in den letzten Monaten vom 13. Mai bis heute ganz schön durchgezogen hat. So. Und wann ist die Zeit, wo ich halt eher auf den TecDAX schaue, weil er auch da oben, sage ich mal, sich positioniert hat unter den ersten drei, vier Indizes? Natürlich dann, wenn der Markt korrigiert hat. Und so wie auch in meinen Coachings, das wisst ihr sicherlich auch, gibt es ja zwei Formen der Korrektur. Und die eine Form der Korrektur ist die über die Zeit. Das sehen wir hier so ein bisschen, ne? Der Markt steigt an und was macht er dann? Er geht im Endeffekt hier so in so einen Seitwärtsbereich. So, das nenne ich halt Korrektur über die Zeit. Und innerhalb einer Korrektur über die Zeit gibt es halt gewisse Risiken, ne, weil es ist ja nicht garantiert, dass der Markt einfach weiterläuft. Das weiß ich ja auch nicht. Ich glaube, das weiß keiner, aber es gibt halt gewisse Risiken und da muss ich mich halt drauf einstellen. Also ist diese Form der Korrektur jetzt gerade hier zutreffend gewesen. Ich hatte auch ein Webinar in der Zeit. Das heißt, wo würde ich dann als Trader am liebsten einsteigen? Wenn ich so eine Korrektur sehe, die sich ungefähr so in der Seitwärtsphase abbildet. Natürlich dann, wenn ich nach oben hin, wenn ich ein Einstiegssignal bekomme, ich würde jetzt das hier als Einstiegssignal sehen, ja, diese Kerze, hier unten ist weniger und das hier, so diese. Ich mag es, starke Kerzen zu sehen. Das sind die beiden Kerzen, die positiv sind, weiße Kerzen positiv, der Schlusskurs ist über dem Eröffnungskurs. Und der Schlusskurs liegt relativ nahe am Hoch der aktuellen Periode. Und da ja hier schon mal ein Umkehrstab war, der sagt, ui, jetzt korrigiere ich mal und alle, die jetzt hier auf den Ausbruch gesetzt haben, sind mal angeschmiert gewesen, jedenfalls auf Tagesebene. Dann muss ich wissen, dass dort natürlich in dem Bereich der entsprechende, sage ich mal, Gegendruck auch wieder hätte sich einstellen können. Und damit muss ich ja zu dem Zeitpunkt, wenn ich an dem Tag das hier sehe, ausgehen. Bedeutet, dass ich, wenn ich hier einsteige, natürlich,
dieses Potenzial abschätzen muss, was von hier bis da oben bis zum Umkehrstab, das war nicht viel, 0,67%, sag ich mal, abzuholen wäre für mich. Und dass der Markt das etwas später macht und hier etwas tiefer kommt, aber keine Stärke im Endeffekt zeigt, das passiert, das ist normal. Es bilden sich nicht immer die Bilderbuchkerzen aus, wenn man sich das wünscht. Aber man sieht auch an den anderen Tag, hier zieht er relativ schnell durch. Und natürlich habe ich hier, wenn ich da nicht reingekommen bin, eine wesentlich geringere Chance, da hochzukommen oder noch Profit zu machen, weil dann der Umkehrstab auf mich läuert und auf jeden Fall die Gefahr besteht, dass der Markt dort innehält, seitwärts läuft oder sogar, sag ich mal, den Rückmarsch eintritt. So, also hier das Screening einzusetzen in dem deutschen TecDAX, im technischen Bereich der deutschen Aktienwelt zu suchen, das heißt, dort ein Screening vorzunehmen, wäre sinnvoll gewesen. Und natürlich muss ich dann auch schauen, wo ich halt wieder rausgehe. Das heißt, es wäre gewesen, wenn der Index auf jeden Fall hier drunter gefallen wäre unter diesem Bereich, dann wäre es schon mal relativ kritisch, die Positionen wieder aufzulösen. Das kann sich natürlich in einer Aktie, die man dann auswählt, natürlich auch charttechnisch anders darstellen. Und ich sage mal, so wie der Index sich entwickelt, das muss ich ja auch ungefähr sehen, dass das sich immer etwas durchdrückt auf den entsprechenden Aktienwert. Will heißen, ist meine Aktie, nehmen wir mal so, das wäre jetzt die gleiche Situation, jetzt mal als Aktienchart, wenn meine Aktie das macht, aber letztendlich nicht groß korrigiert hat, sondern ganz kurz und ist weitergelaufen, weiter nach oben. So, und ich habe jetzt den Index so weit, dass der unterhalb dieser Korrektur fällt, dann ist ja davon auszugehen, dass es im Endeffekt meinen Wert weiter mit runterreißen wird. Die Gefahr besteht. Ja, je höher der Index steigt und ohne zu korrigieren, desto größer sind die Auswirkungen dann auf die Aktie. Ja, Korrelation. So. Was gibt es noch an Korrekturmöglichkeiten? Natürlich die über den Preis. Das heißt, wenn der Index das macht, wie hoch läuft und tiefer korrigiert als, sage ich mal, so ein Inside Bar. Das ist die Korrektur über den Preis. Liegt hier nicht vor. Wir haben hier so eine, ich würde sagen, wirklich über die Zeit vorgehende Korrektur. Und von daher sind beide Szenarien möglich. Und auf beide muss ich mich einstellen, so wie sie halt eintreten. Und an dem Tag, da sehe ich aufkommende Stärke wieder. Und das Schöne ist hier, man sieht das leicht erhöhte Volumen. Ja, das lehnt sich jetzt nicht so ganz großartig aus dem Fenster, aber hier das ist ja das Volumen, das Einfache, was jeder hat, was am Tage da stattfindet, ist ein bisschen erhöht, ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Aber es macht das genau an diesem Tief. Und das ist halt ganz interessant. Und von daher hat der Markt dort gedreht. Also hier das Screening einsetzen zu lassen nach TecDAX-Werten oder technischen Werten wäre sinnvoll gewesen. Retrograd leichter zu machen, aber natürlich bin ich hier auch relativ vorsichtig. Wenn der Markt jetzt hier runtergehen würde, würde ich die Positionen auf jeden Fall enger mit einem Stopp absichern. So, heute haben wir es anders. Der Markt bricht aus, das ist ja schön. Hätte hier bestimmt in dem Bereich Teilgewinne mitgenommen bei den Aktien. Dass er durchgeht, weiß man auch nicht. Das ist schön, jetzt kommt er ein bisschen ins Stocken. So, und was passiert jetzt? Was würde ich jetzt machen? Würde ich jetzt nach Aktien suchen? Nein, sondern ich würde jetzt darauf lauern, dass der Markt wieder zurückkommt und hier oben aufsetzt. Das wäre meine erste Möglichkeit, die ich sehe, wo ich dann reingehe und nach Aktien suche, wenn sich hier dieser starke Bar ausbildet, ja, auf diesem Preisniveau oder spätestens in dieser Range, ja, in dieser Spanne hier drin. Ich einfach so fortsetze, diese Seitwärtsbewegung, wenn er hier reinläuft. Am liebsten sehen, wenn er hier oben gleich bleibt, kurz mal eintaucht und wieder nach oben wegzieht oder halt hier unten. Ja, sollte über dem 20er bleiben, das wäre auf jeden Fall positiv. So. Also kann ich beim TecDAX jetzt einfach davon ausgehen, dass ich mir das anschaue, was da passiert, aber selbst jetzt nicht anfange, im TecDAX-Markt zu screenen, weil dann wäre das für mich Zeitverschwendung. Und da muss ich jetzt nicht am Markt tiefer eintauchen. Die Zeit kann ich mir sparen. Ja, sicherlich gibt es dort entsprechende Aktien, die trotzdem laufen oder performen, aber nee, das ist halt mein Regelwerk und deshalb will ich auch nicht jeden Tag da vorm Rechner hocken
Und da nach Aktien suchen, obwohl der Index mir eigentlich sagt, nö, kannst eigentlich noch in Ruhe warten, bis die Korrektur weiterkommt. Nasdaq, ja, hat aufgeholt auf Platz 2. War interessantes Thema gewesen, auch bei den letzten Webinaren, auch innerhalb meiner Gruppe. Analysiert relativ früh die Range schon bekannt gewesen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, nicht, dass ich das immer sage, ich zeichne das Retrograd ein, kann man das auch sehen. Und zwar anhand der Volumenbereiche. Ne? Also wenn ich jetzt hier diesen Tag, das war der 27. Juli, sehe, dann war das jetzt der 27. Juli, fast ein Monat. Da konnte man sehen, dass das Volumen an diesem Bar sehr hoch gestiegen ist. Ja, also relativ, ne? Bei den Indizes ist das nicht so extrem wie bei den Aktien. Ja, man sieht hier ein hohes Volumen, das ist an dem Tief. Und man sieht hier ein hohes Volumen an diesem lokalen Hoch. Warum ist es ein lokales Hoch? Na klar, weil es gestiegen ist und danach runterging. Deswegen ist es ein lokales Hoch. Es ist noch kein Widerstand, denn ein Hoch macht noch keinen Widerstand, jedenfalls keinen, sage ich mal, bemerkenswerten. Aber das Volumen spielt eine Rolle. Und wenn das Volumen in so einer Situation hoch ist, dann hat es doch eine gewisse Signifikanz. Und deshalb zeichne ich dann diese waagerechten Linien ein, und zwar am Hoch und am Tief dieser doch sehr dynamischen Kerze hier. So, was dann in den nächsten Tagen passierte, dann werde ich da natürlich nicht einsteigen, sondern ich will eine Reaktion sehen. Dann kam diese Kerze, die mich dazu nicht veranlasst hat, zu sagen, ich muss jetzt unbedingt hier reinspringen. Das ist für mich keine Stärke. Ne? Der Kurs schließt nicht relativ hoch am Tageshoch, sondern in der Mitte. So, dann am nächsten Tag sehen wir das. So eine Art Umkehrstab auf negativer Basis, im Endeffekt dieselbe Range, die gewesen ist am Vortag. Antwort kennt er selbst, auch keine Stärke. So, an dem Tag, das macht es schon spannender, sehen wir eine Reaktion im Umkehrstab. So, und das ist im Endeffekt eine Voraussetzung, die finde ich super, weil, was habe ich jetzt für Optionen? Ja, eine Option ist, dass ich natürlich hier nach oben genug Raum habe, um hier im Endeffekt, wenn es zu einer Reaktion kommt, dort Teilgewinne mitzunehmen. Wie gesagt, ich denke jetzt immer schon in den Aktien. Also die Aktien, die ich mir aussuche, sollten im Endeffekt ähnlich aussehen wie dieser Chart vom Index oder sogar noch besser von seiner Struktur her. Das heißt, hier hätte ich Potenzial, und wenn er dann ausbricht, ihr wisst, ich bin nicht Ausbruchstrader, dann profitiere ich davon und werde hier einen Teilverkauf machen, bevor das hier einsetzt. Und ich würde mich dann halt freuen, wenn er durchgeht, weiß ich aber nicht. Mit der Restposition würde das dann funktionieren. So der Plan. Also hier Screen, dann da durch. Was am nächsten Tag kam, ist im Endeffekt wieder ein Umkehrstab. Letztendlich sind Positionen eröffnet worden, sicherlich in Aktien, weil er über dem Hoch, wenn dort Aktien, sage ich mal, genauso aussehen vom Chart, die Position eröffnet wird. Stop-Bereich wäre dann hier unten in dieser Zone. So, dann haben sehen wir das Ganze wieder im Ziel, das wäre mal vielleicht ein bisschen Gewinn gewesen mit Aktien. Der läuft wieder ran, dann bricht er im Endeffekt drüber aus. Das ist schön und schließt auch drüber. Das deutet auf eine super, sage ich mal, Stärke hin. Aber, und das ist der Vorteil, wenn ich so handle, dass ich im Endeffekt hier von dieser Bewegung, die bis zu dem Hoch dort mit dem Volumen signifikant war, schon partizipiert habe. Und mein Risiko, dass jetzt der Markt wieder zurückkommt, und so ein Fake-Ausbruch, den habe ich letztendlich schon antizipiert. Und das passiert am nächsten Tag letztendlich alle, die da oben eingestiegen sind und gesagt haben, wow, der Trend setzt sich fort, am P2 steige ich ein, haben wahrscheinlich schon, sage ich mal, die ersten Stop-Verluste erlitten. Dann reagiert der Markt wieder, ja, auf der anderen Seite mit einem Umkehrstab in den höheren Bereich und wieder nach unten. Das ist ziemlich unruhig, diese Phase. Aber wenn ich hier unten drin bin und letztendlich die Aktien mit dem Teilgewinn drin habe, kann ich mit einem größeren Stop, sagen wir mal, Zonenbereich nachführen, wenn der Ausbruch kommt. Weil einen Teilgewinn habe ich, auch wenn es kein großer ist in Aktien, aber ich bin halt weniger vom Risiko drin. Dort wäre ich schon fast auf dem Break-Even-Niveau angekommen. Und wir sehen, der Markt reagiert wieder, immer am 20er, häufig. Und dann kommt es in den nächsten Tagen zu einer größeren Range hier, wie man sieht, wo wir sogar wahrscheinlich mit Aktien auch etwas ins Minus gerutscht sind. Je nachdem, ob wir denn vielleicht in der richtigen Sektor oder Branche unterwegs waren, spielt das auch eine Rolle, wie weit sich das auswirkt.
Was eigentlich Wahnsinn, aber wir können unsere Position immer noch halten, weil wir haben das im Endeffekt hier oben schon gedeckelt. Das ist halt gut, wenn man die Hälfte verkauft. So, dann rutschen wir sogar ins Minus und man sieht, okay, was macht denn der Markt an dem, in dieser Zone, wo das Volumen an dem Tag erhöht war? Ja, er reagiert, stößt kurz an und schließt dann wieder darüber. Jetzt kommt das noch zum Bereich, wo du sagst, okay, jetzt kommt es darauf an, entweder sind wir rausgeflogen, ja, in diesem Stop-Bereich, das ist auch mal aktienabhängig, ob ja oder nein. Wenn ja, war es wahrscheinlich ein kostenloser Trade, weil wir hier oben Teilgewinn realisiert haben und dort unten mit der Restposition rausgeflogen. Das wird ein plus minus null oder ein kleiner Verlusttrade gewesen sein. Hängt wieder von ab, welche Branche wieder übergewichtet haben. So, aber der Markt reagiert auf den 50er Durchschnitt und schließt wieder da drin. Und das auch bei erhöhtem Volumen. Das ist wiederum ein super gutes Zeichen, das darauf hindeutet, dass der Markt sehr stark ist in diesem Bereich und die, sagen wir mal, Teilnehmer hier bei um 14.800 sehr interessiert gewesen sind, den Markt wieder nach oben zu führen. Und dann, wenn alle anderen Unsicheren raus sind, mit viel Schwung oben durch und jetzt haben wir diese Situation im Moment. Und da kann ich sagen, für mich jetzt keine Situation, jetzt hier oben Aktien zu screenen. Das ist auch nichts Neues, was ich euch erzähle, sondern was muss passieren? Der Markt muss hier wieder zurückkommen und muss dann im Endeffekt so ein Verhalten zeigen. Ja, hier oben ist das Volumen erhöht, na, immer noch von dieser Kerze. Und alle, die jetzt hier irgendwie gekauft haben in dieser Zone, sind alle im Gewinn. Und dann könnte hier genau das Gleiche passieren, wieder ein Umkehrstab. Und dann wäre es wieder schön, hier in dieser Korrekturzone, hier in dem Bereich anzufangen nach Aktien zu screenen, die oben mitspielen und dieses gleiche Chartbild eventuell zeigen. Ja, also jetzt nichts zu tun. SDAX, ja, deutscher Markt, wunderbar. Man sieht vor 2 Tagen, ja, kann man ja wunderbar aktiv sein. Da habe ich gescreent. Und warum? Weil der Markt dynamisch nach oben weggegangen ist, hat dann wieder korrigiert. Und wir schauen hier, wir sehen die Volumenkerze hier, die hohe. Auch hier ist es ein lokales Hoch. Hier kann es zu einem, sage ich mal, Widerstand auf jeden Fall kommen. Das ist bei 17.000, was ist das ungefähr? 17.130. Der Markt korrigiert. Hier nochmal ein bisschen Stärke gezeigt, aber hier ist nicht so viel Potenzial. Hier will ich nicht einsteigen. Wenn, dann muss das untere passieren. Und dann habe ich hier das Volumen an dieser Kerze hier unten. Man sieht, hier reagiert der Kurs am 20er mit einem Umkehrstab. Wenn ich hier nicht gescreent habe, dann auf jeden Fall an diesem Tag, weil ich habe ja die Range letztendlich vor mir bis da oben. Ja, also hier ein Teilgewinn. Wenn der Markt durchgeht, weiß ich nicht, ob er das tut. Dann muss ich mit den Aktien letztendlich genauso verfahren wie mit dem Index. Also jetzt, wer nicht dabei war, hier war es auf jeden Fall besser. Da noch besser, wenn der Markt wieder zurückkommt und hier nochmal ein bisschen erhöhtes Volumen zeigt, dann wäre auch noch was möglich im SDAX. MDAX, das deutschen Liebling, ja, zweite Reihe der Aktien, sieht auch nicht ganz anders aus. Was fällt mir auf? Auch nicht das Megavolumen am 5. August. Ja, so ein Ausbruch nach oben mit Megavolumen, dann erstmal nach unten. Ist nicht ganz so das Hoch, sondern es ist einfach nur an dem Tag das erhöhte Volumen. Das pendelt der Markt also rum, mal hoch, mal runter. Dann haben wir hier so ein bisschen, ja, wir testen mal am 20er Bereich. Ich habe den Markt gemieden in den MDAX. Der SDAX sah einfach sauberer aus. Ja, ich habe hier im MDAX eigentlich nur noch diesen Anhaltspunkt, dass die schwarze Kerze relativ dynamisch war mit ein bisschen erhöhtem Volumen, aber daraus konnte ich nicht viel lesen. Sowas lasse ich dann weg und konzentriere mich dann auf die Indizes, die einfach besser ticken. Also TecDAX und SDAX zum Beispiel. Oder Nasdaq. So, S&P 500 haben wir das gleiche Spiel, dass wir auch extrem hohes Volumen hatten wir mal am 19. Juli, da sind wir drüber weggefedert, wieder ran, dann ein bisschen erhöhtes Volumen am 27. Juli, das Datum habe ich auch schon bei den anderen Index genannt. So, und dann läuft der Markt runter, schließt drüber, als wären wir ein Ausbruchstrader, klar. Läuft hoch, kommt wieder zurück. Hier in diesem Bereich dann dort einzusteigen, hier zu screenen, macht absolut Sinn. Warum? Wir haben so einen kumulativen Punkt. Wir haben dieses Volumen hoch dort vom Bereich von 4.420. Dann haben wir ein extrem erhöhtes Volumen hier am
19. August und der Markt liegt da nah dran. Das ist natürlich viel schöner und Wunschdenken, dass die Kerze etwas höher am Hoch schließt oder möglicherweise noch überhalb dieses oder oberhalb dieses Bereiches von 4.420. Macht es aber nicht, weil wir hier zu screenen macht es Sinn. Abzusichern wäre das dann hier, weil hier auch das nächste hohe Volumen ist, wo der Markt reinfallen kann. Und dann geht die Post ab und einen Teil hätte ich dann wieder gegeben hier oben. Ja, also diesen Bereich hätte ich wieder einen Teilverkauf gemacht bei den entsprechenden Aktien, die ich dann handle. Und der Rest ist halt dann Bonus. So. Welt-ETF. Klar, das ist die Benchmark. Natürlich ist ein ETF ein bisschen mehr mit Gaps belastet. Aber auch der Welt-ETF tickt richtig, macht auch mit. Also von daher, der Gesamtmarkt scheint da wieder sehr anzuziehen. Euro-Stoxx, ja, dann gucke ich drauf, handle ich aber nicht. Von daher gehe ich weiter auf den Dow. Hier wurde ein bisschen gemalt und gecoacht. So. Der Dow hat im Endeffekt das gleiche Szenario abgeliefert. Ja, wir sehen hier so einen Wochenwiderstand. Der leuchtet jetzt grün, weil er überschritten wurde und damit zur Unterstützung wurde. Dann kam der Markt zurück, recht dynamisch. Hat dann auch diese Zonen, die ja vorher schon bekannt sind, hier eingezeichnet waren vom Volumenhoch vom 11. Mai, hat der Kurs reagiert, mehrmals schon, auch danach. Und hier abgearbeitet diese beiden Volumenhochs, nicht darunter geschlossen, sondern drüber. Und hier zu screenen macht absolut Sinn, weil der Markt hier reagiert hat und wir schon einmal drüber waren, über diesem Wochenhoch. Sind wir jetzt auch keine Ausbruchstrader mehr und haben bessere Chancen, bis zu diesem Hoch wieder zu gehen. Hier oben dann die Hälfte wegzuschmeißen oder wer will 30%, das ist ja je nachdem, wie er die Märkte einschätzt. Mal verkaufe ich da auch mehr, manchmal weniger. Aber jetzt würde ich jetzt nicht darauf setzen, dass der Markt hier durch wie so ein Flummi geht, sondern eher mich etwas zurückhalten. Und dann, wenn er wieder zurückkommt, nochmal so einen Trade versuchen in die Richtung. Das ist dann aber schon wesentlich risikobehafteter, weil wenn es einmal nicht funktioniert hat, ist das selbst und der Markt geht hier durch, dann haben wir hier so einen Abwärtstrend, wie die Markttechniker sagen, wäre dann nicht so schön. Also wer hier nicht dabei war, muss jetzt hier hinten nicht noch aufspringen. CDAX, ja, die Gesamtzahl der deutschen Aktien im Index, der spiegelt im Endeffekt das Gleiche wieder. Man sieht, dass diese Volumenbereiche immer wieder angefahren werden. Dort reagieren Kurse. Und natürlich geht auch manchmal der Kurs einfach durch. Aber ich muss nur ein bisschen die Spuren lesen und dann sehe ich, dass dieser Punkt halt doch ein kumulativer Punkt ist, wo man halt nach Aktien screenen kann. DAX Future. Also der DAX gemacht, lustig. Hab hier am 11. August ein Webinar gehabt, das hier eingezeichnet. Und das hat diesmal genau gestimmt. Diese Bewegung, natürlich kaufe ich jetzt nicht hier oben oder screene nach Aktien, sondern lasse den Markt weiterlaufen. Muss ich aushalten. Dann kommt der Markt zurück, reagiert genau wieder hier wie der Dow auf diese Volumenbereiche, auf diese Zone. Und natürlich ist es hier besser nach Aktien aus dem DAX zu screenen. Wer das möchte, mache ich sowieso nicht so gerne. Eher Aktien aus der zweiten Reihe oder dritten Reihe. Dann macht das auch Sinn und hier einen Teilverkauf reinzupacken, bevor dieses Hoch erreicht ist, macht mit Sicherheit auch Sinn. Gold. Da nehmen wir mal Gold Xetra. Das ist ja die Aktie, letztendlich die ganze, die schwankt da ist genauso wie das Gold. Und da ist halt wirklich auch interessant zu sehen, dass Gold im Moment hin und her gespielt wird. Da wurden ja Verkäufe getätigt. In der Nacht, wo es so stark bergab ging, ja, wo kein Volumen ist, der Kurs, sage ich mal, in dem Sinne so etwas manipuliert wurde. Deshalb ist Gold im Moment für mich kein Trade wert. Relativ zügig nach oben gezogen. Das ist ein anderes Setup bei mir an dieser Wochenunterstützung. Also auch dieses Volumen konnte man sehr gut hier vorher schon feststellen, weil es ja am 29. Juni auftrat, dann kam der Kurs über Nacht hier auch viel zurück. So, und zack, konsolidiert genau in diesem Bereich, ne? Taucht runter, schließt aber drüber, genau da, wo das Volumen ist und generiert dort auch wieder mega hohes Volumen. So. Beim nächsten Tag war das schon mal besser, ein Umkehrstab, zwar kein toller, aber auf negativer Basis, dann zieht der Markt hier an. So, und das wäre ein P3-Setup gewesen. Was ich habe,
sieht man auch hier die Zeichen, wo man halt relativ schnell reingeht und von einer dynamischen Bewegung nach oben versucht zu partizipieren. Ja, relativ risikobehafteter Trade, aber hier mit dieser Reaktion auf das Volumen, das sieht man daran, dass die Kerzen hier wirklich mit langen Lunten reagieren. Das ist positiv. Besser wäre gewesen, wenn hier noch eine weiße Kerze wäre. Aber man sieht, dass der Markt dort einfach mal leer ist, ja, abgeräumt wurde und dann auch keiner mehr bereit war, den Markt zu niedrigen Preisen zu handeln, sondern dann gesagt hat, okay, das nehme ich mir mal als Einstiegschance. Und dann wurden höhere Preise akzeptiert. So, heute werde ich nicht darauf setzen, dass der Markt hier einfach mal so drüber läuft, denn wann, was würde ich machen, was warte ich? Warte ich, zack, der Markt muss nochmal hier hochlaufen und dann runterkommen, dann würde ich hier auf diesem Niveau einsteigen. Also da ist nichts zu tun im Gold. Ich würde auch nicht nach Aktien screenen, jedenfalls nicht nach diesem Setup. Nach diesem Setup macht das absolut Sinn, weil wenn die Goldfirmen dort schon etwas ausgebrannter sind, dann kann man dort auch die entsprechende Goldaktie vielleicht ins Depot nehmen. Russell. Ja, also dazu muss man nicht viel sagen. Einst der Outperformer schlechthin. Diesmal wieder ein P3-Signal, das heißt das Ausverkaufssignal auch beim Russell, so ähnlich wie beim Gold. Ja, auch hier hat der Markt extrem auf diesen Seitwärtsbereich reagiert. Und wir sehen auch hier, das ist ja auch kein Hexenwerk, dass hier an dem Tag hohes Volumen generiert wurde und auch an diesem Tag, an diesem Tief. Ja, das haben wir hier. Schau mal an, da ist ja auch ein Tief mit hohem Volumen. Und so könnt ihr das eigentlich immer weitermachen. Auch ein Tief mit hohem Volumen, auch ein Tief. Jetzt die Frage an euch, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass hier auf einmal kein Volumen mehr auftritt? Also da wird einfach immer genommen. Und das ist auch sehr schön so. Das heißt, da absolut bereit gewesen, hier nach Aktien zu screenen aus dem, zumal er über dem SMA 200 schließt. Jetzt natürlich muss ich da nicht mehr aufsatteln. Jetzt warte ich im Endeffekt ab, dass er das macht und dann vielleicht wieder zurückkommt und der 20er vielleicht über den 50er ist. Mal sehen, wie lange er dafür braucht. Und dann wäre das Ding wieder reif. Und vielleicht holt er dann das auf, was er letztendlich an Performance zum Nasdaq eingebüßt hat. Ja, also jetzt im Moment nothing to do. Euro, US-Dollar, ich handle keine Währungen. Da habe ich auch kein Volumen. Das ist kein Future, den ich da habe. Future könnte man das besser sehen. Vielleicht nehme ich den mal hier rein, aber ich informiere mich halt schon, wie der Euro zum US-Dollar steht. Und dann hole ich halt meine Infos daraus. Öl, ne, war auch eine lange Zeit ganz weit vorne und hat hier auch ein P3-Signal, das sind die dicken grünen Pfeile, generiert. Und das war auch nicht so, sag ich mal, unwahrscheinlich, denn auch hier haben wir ein erhöhtes Volumen beim Abverkauf, auch schon eingezeichnet vom 20. Mai. Und der Markt geht hier in den letzten Tagen massiv runter. Und dann über Nacht, ja, der Future auch dann, oder im Laufe des Tages, man kriegt ja nicht jeder mit, nach oben zu drehen. Ja. Auch das wäre, auch das haben sie mit erhöhtem Volumen gemacht hier an dem Tag, eine Möglichkeit gewesen, dort einzusteigen. Wobei ich sagen muss, die Kerze wäre mir schon zu groß, da ist schon zu viel einfach abgearbeitet worden von dem, was vorher an Dynamik in die Shortrichtung, das heißt nach unten, abgearbeitet wurde. Und das haben sie hier im Endeffekt aufgenommen. Mir wäre es lieber gewesen, das Ding wäre hier drin geblieben mit einer Kerze, einer Umkehrstab oder einer starken Kerze, um dann hier reinzugehen, hier einen Teil zu verkaufen und den Rest laufen zu lassen. Aber der Markt macht halt nicht immer das, was man wünschenswerterweise gerne hätte, sondern es ist, wie es ist. Und dann ist halt Öl einfach, sagen wir mal, mir dann hier oben noch drauf zu gehen, einfach zu teuer. Ja. Und auch die Aktien werden dementsprechend reagiert haben. Also würde ich dort nicht entsprechende Aktien suchen. Silber war auch letztens im Gespräch. Man sieht schon an den Kennzahlen, relativ abverkauft hier, nicht über 1 notierend. Und das waren hier so die eingezeichneten Gaps, die Tagesgaps. Ja. Es gibt Studien darüber, wie
sage ich mal, aussagekräftig Gaps auf Tagesbasis sind. Und da rede ich von Gaps, die wirklich zwischen Hoch- und Tiefkursen, zwischen zwei Tagen, Handelstagen entstehen. Die haben eine sehr hohe Widerstands- bzw. Unterstützungswirkung. Deshalb mache ich mir das auch zunutze. Mal gucken, ob das hier auch angezeigt wird. Ja, dort das Aufwärtsgap und die Abwärtsgaps jeweils als Pfeil. Aber ich sehe die auch so. Aber wenn man da Hinweis braucht, kann man das relativ schnell erfassen. So, wir hatten hier einen Aufwärtsgap, relativ hoch gegangen, dann haben 200er gefaked, abwärts, abwärts, gleich wieder ein Gap gerissen und dort auch gar nicht mehr eingetaucht, sondern nochmal ein Gap nach unten. Das heißt, wir haben hier, wenn wir auf Long-Kurse aus sind, steigende Kurse, eine relativ hohe Barriere gegen uns. Das ist zum einen der 20er, der 50er, beide sind abwärts gerichtet und wir haben beide die Abwärtsgaps und das Aufwärtsgap als Barriere. Also spätestens hier oben, na, das sind so beide diese Ranges, da wird es wahrscheinlich ziemlich dünn. Wenn wir uns Volumen noch dazu anschauen, dann sehe ich hier ein erhöhtes Volumen, das seht ihr auch. Und das habe ich hier schon eingezeichnet am lokalen Tief. Der Kurs hat danach auch nochmal reagiert, kurz drunter gedippt, nach oben gelaufen. Hier war eine Chance, darüber nochmal ja, mitzugehen. Dann kam der Kurs nochmal drunter, da hätte ich dann nicht mehr drauf gesetzt, macht mit dem Gap oben auf. Jetzt ist die Frage, läuft er da oben durch oder nicht? Wenn ich mir immer sage, dass das Volumen, was hoch ist, auch an dem letzten Periode davor, dann haben wir hier 22,40. Ich sage, das ist jetzt hier ein ETF und da sind die Silberaktien letztendlich enthalten und da denke ich, dass er hier bei 22,40 an der oberen Begrenzung des Abwärtsgaps wahrscheinlich in Kumulation mit dem 20er letztendlich und dem Volumen, da wird wahrscheinlich die Luft ausgehen. Und das wäre mir jetzt zu riskant, dort auf Long zu setzen. Wann macht es Sinn? Kommt der Kurs nochmal zurück? So, und macht hier das Gleiche oder hier oben, das ist ja wurscht, aber in der unteren Range dieser Seitwärtszone, dann kann ich doch hier schon eventuell Gewinne mitnehmen in dem Bereich und das Restliche kann ich dann gut genießen und habe dann einen Teil meiner Position mal reduziert und zwar immer dann, wenn das Risiko steigt. Wenn der Kurs steigt, steigt auch mein Risiko, dass der Markt wieder dreht, also reduziere ich meine Position etwas. So, also das Fazit letztendlich für heute, es ist nicht so viel zu tun. Wir haben im Moment die Märkte, die gestiegen sind, sind an Bereichen, wo ich jetzt nicht screene. Das spart mir schnell viel Zeit, weil ich gucke mir dann die Märkte an und dann ist es gut. Im zweiten Blick kann man ja mal auf die US-Sektoren machen oder wenn ihr Aktien habt, könnt ihr die natürlich sofort reinschreiben. Habe ich hier die US-Sektoren in Verbindung mit den Trends. Also ich habe Trends vermischt. Gleichzeitig, ihr seht ja auch die Beschreibung hier drin, zum Beispiel Cloud, Software, Broker und Lithium, Logistik, dann kommt wieder der Klassiker Halbleiter, die Benchmarks, S&P 500 und Nasdaq und so weiter. Und genau das macht es gerade so spannend, wenn ich das hier sortiere, dann sehe ich relativ schnell, wo was gespielt wird und was mir auffällt ist, dass aus allen Branchen und die hergebrachten Branchen und die Trends nicht mehr so viele in klaren, outperformenden Situationen sind. Was heißt das? Outperformance heißt im Endeffekt, sie sind besser als eine Benchmark. In dem Fall ist die Benchmark der S&P 500. Und das sind alle da die Aktien, wo hier die grüne Lampe an ist. Oder die ETFs, sage ich mal, von den entsprechenden Branchen und Sektoren. Und dazwischen kommt ein großes Feld, da ist gar nichts an. Und dann kommt ein Feld hier unten, dann sind die roten Lampen an. Wir sehen es ungefähr ausgeglichen. Aber es ist eine Seitwärtsbewegung und da wird halt viel umgeschichtet. Ja, also normalerweise habe ich dann, wenn ich klare Trends habe, in gewissen Branchen hier wesentlich mehr Outperformer als Underperformer. Und die roten Lampen deuten auf Underperformer hin. Und von daher muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, weil nicht mehr alle mitziehen. Ja, die Indizes, die Nasdaq und so weiter, die ja stark gewichtet sind auch, ziehen durch nach oben, aber nicht alle machen es mehr mit. Also
Am krassesten sieht man das zum Beispiel auch im Ölbereich oder hier zum Beispiel Cannabis war ja mal richtig nachgefragt, richtig groß, krass drauf. Und alle, die in diese Trends eingestiegen sind, das war hier sehr, ja, würde ich sagen, sehr kaufenswert. Man sieht hier die Kaufsignale bei mir aus der Korrektur heraus und die hören dann irgendwann auf. Wenn es sich halt nicht mehr lohnt, dann schaltet das System ab. Das macht Spaß, aber jetzt sieht man, hier passiert im Endeffekt nichts mehr. Ja, und hier gibt es auch keine Kaufsignale mehr auf der Long-Basis. Digital Learning, genau das Gleiche. Also digitales Lernen, ja, zur Zeit des Coronas, war das ein aufgesetzter ETF. Man kann auch sehen, man kann das Kapital auch ganz relativ schnell halbieren, wenn man einfach auf der falschen Branche sitzt. Aber die interessiert mich halt nicht, weil die leuchtet schon eine gewisse Zeit einfach rot, ist ein Underperformer, der interessiert mich dann auch nicht mehr. So, was oben ist, ist Lithium. Ja, läuft immer noch. Ein bisschen, ja, auch fortgeschritten aus der Korrektur heraus, wollen wir ja immer hinein. Können wir mal durchgehen. Ich habe ein Signal, habe ich nicht, weil die Märkte relativ schnell im Moment angestiegen sind. Ich kriege ja nur Signale aus der Korrektur, weil es von meinem Risikoprofil fast, aber wenn ich mir die anschaue, habe ich vor 3 Tagen hier bei Medical Devices ein Signal gehabt. Das wäre fast ein Ausbruchstrade, weil es an der Seitenlinie ist, würde ich nicht nehmen. Ihr wisst, wenn ich hier oben die Linie zeichne oder den Bereich zeichne, dann bin ich ja in diesem Quadrat am oberen Ende und ich handle hier einen Ausbruch und man sieht, da wäre ich jetzt nicht so glücklich geworden. Gut, dass ich das auch gemieden habe. Broker and Dealers, das war eine Empfehlung. Ja. Dort das zu handeln, letztendlich, weil der Markt hier unten rausgeht und dann schön wegbricht. Das sieht schon ganz anders aus. Es ist eine Korrektur über den Preis auf die Zone dieses Gaps, auf Aufwärtsgaps bei erhöhtem Volumen, was dort stattgefunden hat. Und von daher sehr relevant und ein guter Bereich, um dort aus einer Korrektur einzusteigen. Versicherung, da war kein Signal für mich. Software auch nicht, Cloud auch nicht. Dort ist das Gleiche wie bei Medical Devices, da kam auch nichts rein. Der will noch okay sein, weil wir hatten hier einen Down Gap, der schließt am oberen Ende und eventuell darüber. Auch eine Möglichkeit im Clean Water, im Waterbereich nach Aktien zu suchen. Und so gehe ich das halt relativ schnell durch. Ich sehe sofort, welche Aktien für mich überhaupt noch interessant sind, weil dort die Indizes outperformen. Biotechnology sieht man, hat man hier am Tief eine gute Möglichkeit gehabt. Teilverkauf sicherlich in dem Bereich. Utilities, ja, super gelaufen. Wir sehen, ah, das ist ja mal spannend. Das könnte ein Bereich sein, wo wir eine Korrektur sehen, den ich mir auf jeden Fall die nächsten Tage anschauen werde. Was ist hier passiert? Ich mache das mal ein bisschen größer. Wir sehen hier den Wochenwiderstand, der jetzt für Wochen die Unterstützung geworden ist, weil der Markt durchgeht. Dann korrigiert der Markt und was ich hier sehe, ist ein erhöhtes Volumen in diesem Bereich. Na, da ist die schwarze Kerze. So, diese Kerze ist hier unten und oben. Ja. Wir haben hier ein bisschen Risiko, weil es halt kein kumulativer oberer Punkt ist, der erhöhtes Volumen hat. So, und dann kommt der Markt runter. Reagiert genau wieder an diesen hohen Volumenbereich. Die Kerze bleibt drin oder der Schlusskurs bleibt drin. Und heute passiert genau das Gleiche. So, wenn das so bleibt, ja, 22 Uhr ist ja da der Markt zu, dann schaue ich mir Utility-Aktien an. Und dann habe ich natürlich auch eine bessere Range, weil ich da oben eventuell Teilverkauf machen kann oder die Stops reinziehen oder reagieren kann oder spätestens da oben. Ja. Das macht auf jeden Fall Freude und das wäre mal eine aktuelle Empfehlung, mal auf Utilities zu schauen. Lege ich mir mal in meine Longliste. Home Construction, ja, da ist die Messe schon gemacht. So, Nasdaq, das ist die Benchmark, da brauche ich nicht sprechen, das hatten wir eben. So, genau. Utility-Aktien sieht man ja hier, der Chart. Der Nasdaq läuft stark nach oben, während Utilities korrigiert haben. Also wenn der Nasdaq korrigiert, kann sein, dass der Markt eigentlich weiter nach unten geht, aber da es eine Gegenläufigkeit hat und die Leute dann eher auf Energie gehen,
auf sichere Sachen, könnte das auch super funktionieren. Also es ist keine Empfehlung, sondern von mir eine Herangehensweise. Ich schaue mir das an. Damit wäre ich im Endeffekt für den amerikanischen Markt schon durch, weil mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich muss mir das andere nicht angucken. Hier ist keine grüne Lampe an und der Rest interessiert mich dann auch gar nicht. Weil wenn dann hier eine Lampe angeht, dann weiß ich, da muss ich mal meinen Blick drauf richten. So, jetzt habt ihr noch Zeit für Fragen. Es ist noch 10 Minuten. Hallo Simon, ich sehe dich. Du bist da. Schönen Gruß auch an Gottlieb. Von meiner Seite aus könnt ihr jetzt eure Aktien hier nochmal rein tun, in die Fragen hineinschreiben. Und dann werde ich die hier eingeben und dann kann ich mal einen Blick drauf werfen. So. Aktie habe ich nicht. Ich habe hier einen anderen Channel. Okay. Die AMD soll ich mal nehmen. Ja, die war letztens, worüber wir gesprochen haben, das ist eigentlich eine relativ gute Chance gewesen. Das ist aus dem Halbleiterbereich. Da habe ich den Halbleiterbereich analysiert. Und die AMD-Aktie war für mich interessant. An dem Tag habe ich mich hier drüber gelegt und letztendlich aus der Korrektur heraus den Trade eröffnet. Teilverkauf bei 111,35, noch nicht erreicht. Man sieht, die Aktie tut sich wirklich schwer. Reagiert darauf, werde ich wohl demnächst Break-Even ziehen, das Ding, ja, weil ich habe noch kein Target erreicht. Richtig durchstarten tut sie auch nicht. In der Regel geht das hier 2, 3 Tage sonst dynamisch weiter. Der Halbleitersektor ist halt immer noch schwach, liegt an den ganzen Zulieferproblemen. Die einen kriegen keine Rohstoffe, die anderen kriegen keine Chips. Eine ganze Lieferkette, die da so ein bisschen stockt im Moment. Aber es ist ja halt nur ein Trade auf einer bestimmten Basis, und zwar des Volumens, wo der Kurs halt reagiert. Ist nicht ganz die Stärke oder Umkehrkerze. Ich habe mich da einfach mal einstoppen lassen und gesagt, okay, wenn er bis zur nächsten Volumenbegrenzung geht, dann ist das letztendlich auch okay. Ja, dann geht der Trade halt Break-Even aus oder landet halt etwas im Verlust, ist auch okay. So, dann die Aktie Run mache ich mal. Die kam vom einen aus meiner Gruppe. Sun Run. Okay, also das sind ja Setups, die letztendlich darauf beruhen, dass der Markt ein Sell-off hat und dann nach oben reagiert. Ja, das ist passiert, aber hier kein hohes Volumen. Passiert aber in einer Zone, wo das Volumen hoch war. Und zwar da war das Volumen hoch und da. Das heißt, wenn hier der Markt dreht darüber, das hat er nicht gemacht, sondern er hat da unten schon angefangen, dann habe ich halt relativ schnell eine Widerstandszone gegen mich und der Markt läuft nicht weiter. Wenn ich so einen Trade mache, ja, das ist ein risikoreicheres Setup als das, was ich sonst habe in steigenden Märkten. Es ist ja kein steigender Markt hier, wir sind unterm 200er, da unterm 20er, am unteren Bollinger Band, da kriege ich im Endeffekt keine Korrektursignale, sondern das ist ja schon für Markttechniker ein Abwärtstrend. Mich interessiert das nicht mit dem Markttechnik, sondern ich handle nur mal Dynamiken in eine Richtung, die dann in die ursprüngliche Richtung wieder aufgenommen werden. Ob da nun ein Trend ist, ist mir eigentlich relativ wurscht. So, ja, dann ist das Ding auch Underperformer, was mich nicht verwundert. Was würde ich jetzt machen? Ja, in dem Sinne gar nichts. Also bevor da irgendwas passiert, muss das Ding erstmal hier oben landen. Ne? Zack, zack, am oberen Bollinger Band, das kommt ja dann auch runter. Und dann schauen wir mal weiter, ob es dann in dieser Unterstützungs- bzw. jetzt noch Widerstandszone auf Wochenbasis seinen Boden findet. Moment, wenn ich sie jetzt nicht hätte, an der Seitenlinie stehen würde, würde ich mich da gar nicht für interessieren. Würde ich vielleicht was anderes nehmen. Oder halt, wenn ich sie habe, dann müsste ich mich fragen, warum habe ich noch nicht verkauft? Okay, dann haben wir noch eine Aktie aus Deutschland. Okay, aus dem Bereich des Tech-DAX, denke ich mal. Eckert & Ziegler, kennt wahrscheinlich auch jeder.
Mustergültige Aktie, die nach oben zieht. Ihr seht, hier kriegt man halt bei mir kein Sell-off-Signal, aber ein P1-Signal, wo man seine Trades letztendlich aus der Korrektur öffnet. Das ist hier auf jeden Fall möglich. Was sehe ich hier oben in der Spitze? Heute im Umkehrstab, ja, hier oben wird viel versucht nach diesem Ausbruch hier übers Hoch, wo man sieht, da eine lange Dochte. Hier will man nicht so recht rüber über die 125, ja, da auch wieder zack, zack. So einfach geht es da nicht drüber. Warum ist das so? Und warum muss ich mir das Volumen anschauen? Weil ich daraus halt immer erkennen kann, wo es ungefähr hinläuft. Ja, die Kerze fällt auf, ist am Hoch. Wir haben sogar noch ein Hoch hier auf positiver Basis. Das heißt, der Schlusskurs ist über dem Eröffnungskurs. Signifikant ist aber hier die 129, also auch die runde Zahl 130 tut sich Eckart und Ziegler schwer. Und da habe ich einen lokalen Hochpunkt, der ist auch kumulativ. Das heißt, diesen Trade hier unten hätte ich definitiv gemacht. Ne? Also hier der Umkehrstab, der wäre okay, weil dann laufe ich ja eventuell, ne, wenn die Kerze hat ja hier auch ihr Volumen am unteren Ende, bin ich am unteren Ende dieser Seitwärtszone. Ja, da kann ich halt gut machen. Die oben Teilverkauf habe ich ein paar Euro verdient. Ja, ob der da durchgeht, weiß ich nicht. Jetzt einsteigen? Nein. Die Situation wird jetzt auch immer statt dem Frosch im Hals schwieriger. So. Okay, wenn ihr keine. Ah, okay, der Uwe möchte die AWK haben. Beste Grüße nach Stralsund. AWK. American Water. Ja, das kommt ja aus dem Sektor oder Branchenbereich des Wassers. Einstiegssignal sieht man hier bei mir aus der Korrektur. Das ist natürlich mustergültig, weil wir kommen aus einer Ausbruchssituation. Ich kaufe nicht hier oben, sondern aus der Korrektur. Und man hat hier auch wunderbar das erhöhte Volumen, ne, den Bereich hier oben an der Kerze, den Bereich hier unten. Dann haben wir hier oben erhöhtes Volumen, da muss ich einen Teilverkauf geben. Ne, dass er da durchgeht, ist schön, das weiß ich vorher aber nicht. Der Rest ist dann halt einfach Bonus. Ne, und ihr seht, wie der Markt wieder auf dieses erhöhte Volumen hier reagiert. Ne, Kerze drunter, reingetaucht mit ihrem Docht und genauso heute. Ne. Also super Aktie, finde ich gerade auch ganz toll die Situation hier. Das Einzige, wo ich vorsichtig sein würde, ist dieses erhöhte Volumen hier an dem Hoch bei 185. Das ist auch wieder so eine glatte Zahl. Wenn ich nicht drin wäre, würde ich es probieren. Wenn die heute noch, sage ich mal, vielleicht noch ein bisschen positiver schließt, auf jeden Fall drüber bleibt über der 180, könnte ich mir vorstellen, dass die bis 185 geht, einen Teil von der Position wegwerfen dann, den Rest hoffen, dass er durchgeht. Ja, und dann vielleicht Break-Even ziehen oder so. Mega Aktie. Ja, ist, glaube ich, einer der Global Player im Wasserbereich. Ja, von daher gut. Okay, ich wäre dann soweit durch. Wer Fragen hat zu mir, der Simon kann sich gerne bei mir melden, wenn er möchte. Wer Fragen hat dazu, einfach mal meine E-Mail nochmal kurz mal eingeblendet. Dort ist sie. Zum System, zum Coaching, zu den Gratisangeboten einfach mir schreiben. Wir machen einfach einen Termin, dann können wir uns auch eins zu eins via Zoom unterhalten. Ich kann euch auch auf meinen Rechner lassen. Einfach mal kennenlernen, sich austauschen. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach reinschreiben. Nelson, ich bin soweit durch. Ja, super. Vielleicht noch eine kleine Erinnerung. Ab nächster Woche gibt es ja die Erweiterung im DAX. Dann sind dann 40 Werte Da vorhanden. muss ich ja schon wieder meine Listen umstellen. Das ist ja unglaublich. Genau. Ja, prima. Also natürlich nehmen wir auch gerne Fragen entgegen und leiten das entsprechend weiter. Also überhaupt kein Problem. Und an der Stelle möchte ich natürlich einen Riesendank an Carsten ausrichten für das Webinar oder für die Webinarreihe. Und natürlich auch ein Riesendankeschön, dass Sie heute live dabei waren. Freut mich jedes Mal und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und würde mich natürlich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und Carsten, wie immer, hast du das Schlusswort. Vielen Dank, schönen Abend.
Vielen Dank an alle. Schön, dass ihr dabei wart. Eure Fragen und, sage ich mal, Einwürfe in das Webinar ist immer schön, weil einen Monolog zu halten ist halt, sage ich mal, nicht so toll, als wenn ihr irgendwas mit einbringt. Also von daher sehen wir uns das nächste Mal, nächsten Monat. Ich glaube, das ist der. Jetzt kommt der Nelson wieder, der ist schneller als ich. September. Ich glaube diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal bin ich nicht schneller, aber 22.09., also doch schneller. Doch schneller, ja. Ein Klick schneller. 22.09. Genau. Ja, da hören wir uns wieder. Bis dahin, passt auf euer Geld auf und macht's gut.